Hallo, ich bin Daniel Figixler-Flaxenberg und ich interviewe heute Stefanie. Wie noch? Koch. Und du organisierst hier was mit? Genau, also zusammen mit Nico organisieren wir hier von der J-Con aus das Cosplay-Café, in dem wir das ganze System so aufgebaut haben, dass jeder Tisch seine eigene Cosplay-Bedienung bekommt, die auch permanent dann die ganze Zeit dabei sitzen kann und den Tisch, sag ich mal, bespaßt und ein bisschen unterhält und dabei natürlich Bestellungen aufnimmt. Das kennt man schon aus den asiatischen Ländern, nehme ich an, oder? Genau, also ich sag mal, die Vorlage war im Prinzip das Maid-Café. Das gibt es in Japan an jeder Straßenecke fast. Da ist es typisch so, dass die Bedienungen als Maid angezogen sind, sprich im Dienstmädchenkostüm. Und auch ihre jeweiligen Tisch mit mein Meister, mein Gebieter ansprechen. Nur wir haben uns gedacht, das ist eigentlich auf den Cons hier in Deutschland mittlerweile ziemlich verbreitet. Also machen wir mal was Neues, so ein Cosplay-Café. Okay. Als was bist du denn da verkleidet? Ich bin heute als Naruto aus Laufina. Von wo kann man das kennen? Ich kenne es leider nicht. Es ist schon ein bisschen älter. Also ich glaube, ich habe den damals gelesen, den Manga, vor bestimmt 10 Jahren. Da, die ist schon lange. Ich kann es empfehlen, das ist witzig. Okay, dann Frage. Kommt das Café, das Konzept von dem Café gut an? Oder sagt man, nächstes Jahr müssen wir größer machen? Oder nee, so wie es ist, ist es gut. Also die Rezension, die wir bekommen, ist eigentlich meistens durchweg positiv. Die Leute sind halt wirklich begeistert davon, dass direkt jemand immer am Tisch sitzt und dass man jetzt immer ewig warten muss, bis mal jemand kommt. Und man bekommt halt auch als Bedienung, sag ich mal, viel Feedback mit von draußen von der Con oder was man halt besser machen kann, weil man einfach direkt im Gespräch ist. Klar sagen halt viele, oh, ihr habt nur 6 Tische, bitte macht mehr. Aber ja, Logistik muss dafür erstmal stimmen und für die Stadthalle sind vom Moment her die Größe eigentlich voll okay. Ich kann mir das relativ stressig vorstellen. Verkauft man und dann muss er auch noch bei den Leuten auf den Tisch gehen. Man macht das ja gerne und macht auch Spaß, aber nach 8 Stunden oder 10 Stunden kommt man nach Hause oder sitzt sich da hin und denkt nur einfach, das 2 Tage hintereinander. Wie hält man das durch? Mit viel Monster. Nee, also es ist wirklich, es ist stressig, sag ich mal. Für jeden Posten, sei es jetzt Küche, Theke, Bedienung, jeder hat, sag ich mal, so eine eigene Art Stress. Also es ist immer ein bisschen was anderes. Wenn man dabei ist, merkt man es eigentlich gar nicht so. Also ich persönlich merke es jetzt so, ich kann für die anderen natürlich nicht mitsprechen. Aber es ist abends immer so eine Erleichterung, man denkt, wir haben zu, oh, jetzt erstmal kurz Ruhe. Aber so spätestens am Montag denkt man sich doch, boah, war das geil. Okay, dann heißt irgendwie so ein geiles Erlebnis, wo man mal mitgemacht haben muss. Das Problem ist, es ist relativ wenig Platz da. Für reinzukommen ist auch relativ schwierig. Kann man das im Voraus schon reservieren, sagen, okay, ich komme dann, oder kommt man einfach nur so, wenn Platz ist? Leider im Moment nur dann, wenn Platz ist, oder man wartet halt. Also es ist, wie gesagt, wenig Platz da. Es tut uns dann natürlich auch leid für die Leute, die lange warten oder vielleicht auch irgendwann sagen, nee, ich mag mir noch was von davon angucken. Aber mit Reservierungen machen wir im Moment noch nicht. Also wir haben draußen Feedback-Kärtchen stehen, kannst du gerne reinschmeißen. Dann überlegen wir uns da ein System, dass das auch funktioniert. Okay, was kriegt man dann hier zu essen? Es riecht nach Kuchen, es riecht nach Kaffee. Was kriegt man sonst noch alles hier? Also wir haben verschiedene Sorten Crepe und Waffeln. Die Helfer vom Café und auch von Macon generell haben massenweise Kuchen gespendet, Muffins gespendet, Brownies gespendet. Es gab diverse Backmarathons. Facebook war die Woche hier voll von Bildern von Helfern, die geschrieben haben, das haben wir schon alles. Und wir haben zum Beispiel Schokokirschkuchen, Schmandmandarinenkuchen. Für Veganer ist auch was dabei. Viele haben sich dieses Jahr Mühe gegeben, vegane Kuchen zu zaubern, glutenfrei, laktosefrei. Also da war wirklich viel Mühe dahinter und wir hoffen, dass es halt auch schmeckt. Okay, dann noch die Frage, wo es auch manchmal drauf ankommt. Kostet das dann jetzt mehr, weil die Leute ja, man sagt in Anführungszeichen, bespaßt werdet, oder ist das normaler Preis dann? Also ich würde sagen, das ist ein sehr normaler Preis. Also ein Kaffee für 1 Euro kriegst du in keinem Café, ein Kakao für 1,50 und ein Crepe für 2 Euro. Ein Stück Kuchen kostet 1,50, also... Das ist billig. Ich würde sagen, wenn ein Tisch frei ist, komm direkt. Das ist billig. Ja. Also, ich danke.
Tschüss und danke. Schönen Tag noch. Danke und gleichfalls. Das war von der Checkpoint gewesen. Tschüss. I'm not your fucking chance.